Hallo und herzlich willkommen hier im Nu. Ich bin nicht ganz alleine, ich habe jemanden mitgebracht. Gaia. Hallo. Was machen wir heute, Gaia? Lapis. Was ist ein Lapis? Ha, jetzt zeige mir. Lapis, Lapis. Was könnte das sein? Aha, schön. Und wieso hast du das gemacht? Weil du es geführt hast. Wirklich? Aha. Hui. Nicht nervös werden, nicht nervös werden. Aber wie führe ich das? Ja, ist interessant, ne? Weil ich führe Gaia den Beginn eines Schrittes. In diesem Moment hier. Ich führe sie den Beginn des Schrittes. So, das heißt, sie bereitet ihren Schritt vor. Ich achte aber gleichzeitig darauf, und das ist vor allem auf meiner rechten Seite, dass ich ihr keinen Raum gebe, mit ihrer Achse nach hinten zu tanzen, weil Gaia muss ja im Tanz, ist ja improvisiert, sie muss ja im Tanz merken, im Schritt, sie bekommt den Beginn des Schrittes, sie soll aber stehen bleiben, über ihrem linken, über dem vorderen, über dem Standbein. Und dann öffne ich meine linke Körperseite, ich übertreibe das mal ein bisschen, ich öffne meine linke Körperseite und damit zeige ich ihr diesen Kreis an und der Kreis spiegelt sich im freien Bein der folgenden. Und das nennt sich Lapis. Lapis ist, glaube ich, Spanisch und bedeutet? Blaustift. Ein blauer Stift? Zu schreiben. Blau oder einfach Stift? Der schwarz eigentlich. Schwarz eigentlich ein Stift. Lapis Azul könnten wir das nennen. Du machst einen Lapis mit einer Blue Jeans. Mit meinen weißen Schuhen. Genau. Der Lapis kann in die Richtung gesehen werden, wo man geht. Das heißt, Thomas macht einen Lapis, der vorwärts anfängt. Und ich ein Lapis, der rückwärts anfängt. Außer, wenn er mich ein Lapis jetzt in Gegenrichtung führen wird. Sache, die ist sehr schwer zu machst führen. Die fertig, ja. Ja. Das zeigen wir euch vielleicht in 32 Videos, wie das geht. Genau. Und der Lapis kann auch nicht geführt werden und nur in manchen Fällen getanzt werden. Zum Beispiel, wenn der Führende nach einem Seitenschritt die Richtung wechseln will mit einem Gewichtsverlage. Und dann habe ich die Zeit oder die Pause für einen Lapis. Und warte ich, dass er weiter tanzt. Aber nur in dem Fall von kleiner Pause. Sehr schön. Zeigen wir das mit Musik? Ja. Gaia ist schon unterwegs. Gaia ist unser DJ heute. Und was hören wir, Gaia? Verdemar. Von? Calo. Von Calo. Sehr gut. Ach, Gaia. Bis bald. Bis bald. Viel Spaß beim Üben. Ciao.